Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mal ein ganz, ganz kleines, kurzes Mini-Video, aber dennoch ziemlich interessant für diesen Channel und allgemein für diesen Bereich One Piece Theorien auf YouTube. Und zwar bin ich nicht alleine, ich habe mir zur Verstärkung geholt oder besser gesagt, ich bin gerade live beim One Piece Future. Jo, Leute, was geht ab? Und zwar stellen wir zwei euch heute 3 One-Piece-Theorien vor, die wahr geworden sind über die Zeit. Und zwar sind es geile Theorien wirklich, die lange rumkursiert sind. Denn oftmals ist es so, Leute, ich kriege oft die Kommentare, ja, was ist das überhaupt für ein dummes Channel-Konzept, One-Piece-Theorien, was ist das für ein Bullshit? Wurde überhaupt schon mal was von wahr oder ist das einfach nur, was soll das? Wurde überhaupt schon mal was wahr oder ist das einfach nur dummes Gelaber von dir? Und zwar, ja, allgemein diese Szene One-Piece-Theorien gibt es ja schon einige Jahre, ich glaube 3-4 Jahre oder sowas auf YouTube. Ja, jetzt stelle ich euch mal 3 ziemlich bekannte Theorien vor und ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit der Theorie von dem guten Flying Panda TV, der auch mich abonniert hat, ich habe ihn abonniert. Wir sind cool miteinander und deswegen, ja, muss ich ihn auch einfach ein bisschen unterstützen, Leute. Das ist abnormal, was der Typ geleistet hat. Der hat, Leute, passt auf, jetzt hört mir gut zu. Es war ja immer die Theorie, ja, Sanji ist blond, Sanji hat eine komische Blutgruppe und es wurde immer so ein bisschen angeteased in dem Foxy-Arc, da im Prinz von Idiotenland und so ein Scheiß, was Zoro zu ihm gesagt hat. Und seine Herkunft war halt auch noch nicht richtig, weil er halt mit Jeff und so da, das war ja nicht sein Vater, sein richtiger, aber wie gesagt, man wusste halt nicht, woher er kommt. Viele haben gesagt, ja, er ist adlig, weil Anime, blonde Haare ist oft adlig, halt wegen der Blutgruppe. Und ich habe gedacht, wirklich, ich war immer ein Verfechter davon, würde heute gerne noch dran glauben, dass Sanji der Sohn von dem blonden Gorosei wäre, aber so ist dem nicht, Leute, denn wir kennen seinen Vater schon. Und Flying Panda TV, Leute, der Typ ist abnormal. Der hat 3 Monate, bevor überhaupt das mit den Windsmokes rausgekommen ist und mit Assassin-Familie, Leute, hat der schon gesagt, dass Sanji der 3. Sohn einer Assassin-Familie ist und auch, ja, adelig mehr oder weniger. Und die Leute sind durchgedreht, haben ihn wirklich dafür gehatet, haben gesagt, das ist totaler Blödsinn, wie bist du darauf gekommen, das ist, hat keine Anhaltspunkte, das ist aus der Luft gegriffen, Leute. Aber da will ich nochmal einen kleinen Denkanstoß an euch geben, denn Theorien sind ja auch dafür da, um ein bisschen über den Tellerrand mal hinaus zu gucken und ein bisschen weiter zu spekulieren, auch wenn man nicht immer handfeste Beweise hat, einfach mal ein bisschen zu spekulieren, wie es cool sein könnte und sowas. Und das hat der Flying Panda TV einfach getan, hat mal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus geguckt, hat sich mal was getraut, wurde dafür gehatet, aber letztendlich, als es dann sich für wahr befunden hat, haben ihn natürlich alle gepusht, One World HD, alle haben ihn gepusht, Alpha Too Late noch mit seinem alten Kanal. Ja, ich habe ihn auch, glaube ich, erwähnt und alle, selbst der deutsche Bereich hat ihn erwähnt. Dadurch wurde das Video dann auf einmal bekannter und hat mehr Klicks und hat auch Likes kassiert und Props an ihn natürlich. Ja, auch zu Recht, Leute, und das ist die erste Theorie, die wahr wurde. Ja, und zwar kommen wir zur zweiten Theorie, und zwar wissen wir, dass Lola die Tochter von Big Mom ist. Das wissen wir jetzt seit den neuesten Chaptern, die momentan hochgeladen wurden. Auf jeden Fall wissen wir, bei der Thriller Bark damals hat Lola Nami eine Vivre-Card gegeben. Und zwar hat sie gesagt, dass sie sich wahrscheinlich wiedersehen werden und ihre Mutter eine einflussreiche Piratin in der neuen Welt ist. Diese Theorie hat schon früher im Internet kursiert und diese Theorie ist auf jeden Fall wahr geworden. So Leute, jetzt kommen wir auch schon zur letzten, aber da muss ich mal wirklich mir und natürlich auch den guten Malik, also Akata, mal auf die Schulter klopfen, denn wir hatten wirklich, also wenn wir jetzt das spekulieren, was im nächsten Chapter passiert oder sowas, wenn wir ein Chapter-Review machen und dass der nächste Chapter wahr wird, das will ich nicht mal als Theorie irgendwie bezeichnen. Das ist einfach nur eine Vermutung und das ist einfach, ich weiß nicht, Leute, das zähle ich nicht als Theorie, aber das, was wir da rausgehauen haben, der gute Akata und ich, das ist wirklich ein guter, also es ist einfach ein Zufall gewesen, Leute, wir sind ja auch keine Wahrsager. Und auf jeden Fall haben wir mal ein Video gemacht, wo wir Teufelsfrüchte vorgestellt haben, die noch kommen könnten, so Kräfte, die cool wären, die man von anderen Animes kennt oder von Superhelden, von Marvel oder irgendwelche Kräfte, die in der One Piece Welt noch nicht da waren und die wir uns so vorstellen könnten. Da haben wir 5 Teufelskräfte rausgesucht, rausgeschrieben, ein bisschen so darüber geredet. Und da war so eine Frucht wie die Glasfrucht und so. Und wir wurden auch ziemlich gehatet. Und besonders für eine Frucht, zu der komme ich gleich. Wir hatten auch die Holzfrucht und sowas. Und da wurden wir auch für gehatet. Und ja, so eine Windfrucht, die war ja auch noch nicht richtig da. Nur in einem Filler und so. Und auf jeden Fall haben wir eine Frucht genannt. Die ist uns so eingefallen. Und zwar, wenn man an Death Note denkt, den Anime, dass man wie ein Shinigami Lebenszeit entziehen kann. Wir haben sie sogar damals als Shinigami-Frucht oder irgendwie Totenreich-Frucht haben wir sie betitelt. Dass man Lebenszeit sehen kann, sie entziehen kann und anderen Leuten geben kann oder seine eigene Lebenszeit sogar verlängern kann. Die haben wir damals rausgehauen, diese Frucht, also diese
diese Idee zu dieser Frucht, ich will es auch nicht mal als richtige Theorie betiteln, aber eigentlich kann man es schon so sagen. Und dann Monate später, Leute, haben wir gesehen, dass einer der vier Kaiser, nämlich Big Mom, sogar so eine Frucht hat, mit der sie Lebenszeit sehen kann, entziehen kann und auch in Gegenstände, sogar irgendwelche random Süßigkeiten, diese Lebenszeit reinpacken kann und sie zum Leben erwecken kann. Wie man es auch bei ihrem Schiff gesehen hat, wo man von ausgeht, dass sie auch das Gleiche bei dem gemacht hat. Und ja, das hat uns auch ein bisschen verblüfft. Das haben wir auch in dem Chapter, wo das denn preisgegeben wurde, haben wir es auch nochmal erwähnt, dass wir die Idee schon ganz am Anfang hatten. Und Leute, ihr habt wirklich uns dafür gehasst. Das habt ihr als wirklich lächerlich habt ihr uns dastehen lassen bei dieser Frucht irgendwie, bei dieser Shinigami oder wie auch immer, Frucht, Totenreich oder wie man es auch nennen soll. Ja, und letztendlich ist es dann wahr geworden und ich will uns jetzt auch nicht in den Himmel heben. Es war einfach nur Zufall und Glück. Aber Leute, wie gesagt, Denkanstoß an euch nochmal fürs kleine Video hier, dass ihr einfach nicht alles so ernst nehmt, dass man immer 100.000 Anhaltspunkte braucht von 10 Coverpages, irgendein kleines Foreshadowing braucht als Indiz jetzt, um das als Theorie zu betiteln. Aber ansonsten war es das auch. Ich bedanke mich natürlich beim One Piece Future und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sag jeb jeb.